So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise das zweite Halloween Special Video, habe ich ja schon angekündigt. Diesmal, wie ihr seht, mit Prime Hydration Glowberry Edition. Alle limitierten Flaschen, die es gibt, hier gesammelt und vereint. Die möchten wir jetzt alle mal zeigen, mal probieren. Mal gegeneinander antreten lassen. Für das Thumbnail habe ich mir extra diese gruselige Maske aufgesetzt. Und für das Thumbnail muss ich noch diese zwei Flaschen hochhalten. Ungefähr so. Und dann dürfte das vielleicht das Thumbnail sein, damit ich wieder sprechen kann, ordentlich, damit ich auch was sehen kann. Müssen wir die Maske jetzt aber abnehmen, es ist einfach total bescheuert. So viel Aufwand, so viel Aufriss und dann alles für nix. So habe ich das auf jeden Fall gern. So, wir sitzen jetzt hier am Tisch. Wir holen euch jetzt aber mal hier ran, denn wir wollen jetzt hier die ganzen Glowberries probieren. Und damit ich euch besser sehe und ich überhaupt was sehe auf dem kleinen Bildschirm, muss ich euch ein bisschen hervorholen. Das außen ist Deko, das interessiert jetzt gar nicht. Jetzt habe ich irgendwann schon mal eine Flasche Glowberry Prime gehabt und getestet. Das war die ganz normale hier Glowberry Prime, da ich die aber irgendwo im Internet bestellt habe und hier so ein blöder Pfandaufkleber drauf gedruckt ist. Der gehörte eigentlich gar nicht hin, der ist nur drauf, damit man die Flasche abgeben kann. Das stört mich aber, weil das sieht nicht original aus. Deswegen habe ich nochmal beim Prime Creations Kanal und Shop bestellt und habe nochmal eine Original Prime Glowberry mit amerikanischem Boden, ohne Pfann, ohne alles, direkt aus Amerika Prime Glowberry. Die haben wir hier. Und dann haben wir verschiedene Variationen davon. Das ist zum Beispiel die Canada Rare, die also aus Kanada kommt. Da habt ihr extra hier nochmal einen Stern drauf, der da steht, der ist silber. Dann habt ihr die Schrift außen, ist auch silber drumrum. Das kommt hier leider im Video bestimmt nicht so gut zur Geltung. Ihr habt eine silbere Umrandung. Ihr habt Glowberry Flavor hier oben auch in Silber als Schrift stehen. Normalerweise habt ihr das nämlich in Grün stehen. Das sind so ganz kleine Details. Hier habt ihr eine schwarze Umrandung von der Schrift. Das andere hat eine Silberumrandung von der Schrift und Silber Glowberry stehen. Das ist jetzt kein so großer Unterschied. Aber wir haben noch die. Das ist, glaube ich, der Thorn-Effekt. Ist auch eine Limited Edition Rare, wo die Flasche zur Hälfte schwarz ist mit grüner Schrift. Und dann, als würdest du Papier abreißen, wechsel die in grüne Flasche mit schwarzer Schrift, also auch hier eine besondere Glowberry Prime Flasche im Thorn-Effekt. Und dann gibt es noch den, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen, Thorn und Drip, genau, der Drip-Effekt. Das müsste der Drip-Effekt sein, auch Limited Edition, auch Rare, wo ihr das habt, als wäre es gesprayt, also gesprüht, dass die Farbe hier verläuft, hier so Farb Kleckse runterlaufen von der schwarzen in die grüne und hier ist die Schrift diesmal weiß. Hier war die Schrift nicht weiß, hier war die Schrift grün und wurde dann schwarz und hier wird die Schrift weiß. Also auch das ist ein großer Unterschied, würdet ihr jetzt sagen. Dann gibt es ganz besonders noch natürlich die Glowberry Ultra Rare Limited Holo Edition. Da werdet ihr jetzt auch wieder nichts erkennen, aber die ist holographisch. Die ist holographisch, wenn ich mir das hier rumdrehe, wenn ich mir das hier so angucke. Alles hier ist wirklich richtig glänzend. Das schimmert dir total entgegen. Jedes einzelne Bildchen, jedes einzelne Fleck, was da grün ist, schimmert dir entgegen. Die Schrift hier ist mega hochwertig. Grün spiegelt. Und sieht einfach nur mega stark aus, während es auf den anderen ja eher alles matt ist. Aber das erkennst du halt nur wirklich, wenn du es mal in der Hand hast und dir anguckst. Oder mit einer hochwertigen Kamera, mit einer GoPro kommst du da nicht weit. Auf jeden Fall steht da auch nochmal drauf, Limited Edition
Ultra Rare. Dann haben wir jetzt dieses Halloween, also diesen Oktober sind ja neu nochmal Glowberry Sorten gekommen, die jetzt einen anderen Geschmack haben. Und das ist das Besondere, die müssten nämlich alle komplett gleich schmecken. Die hier müsste aber anders schmecken, weil das dann angeblich mit Apfel, Kiwi, Limette ist. Und das ist auch ein richtig tolles Design. Glowberry, aber die Flasche, die hat hier so richtig den dunklen Geisterwald, einen Spukwald drauf. Ihr habt da so Pflanzen, erinnert ein bisschen an Stranger Things. Das ist cool, das ist die Standard, die überall im Laden auch erhältlich ist. Ihr könnt da auch im Rewe euch holen. Die, jetzt muss ich mal kurz vergleichen. Ja, da habe ich nämlich auch schon wieder entdeckt. Guck mal, die hat ein Pfand-Logo drauf. Die hier hat kein Pfand-Logo drauf. Die habe ich nämlich wieder aus einem Shop im Internet bestellt und die habe ich einfach im Rewe mitgenommen. Wenn ich mir das wirklich mal angucke, genau den Unterschied, ist die hier etwas blasser, ausgewaschener. Die Farben kommen gar nicht so gut zur Geltung wie bei der daneben. Die daneben wirkt einfach freundlicher. Die glänzt mehr, die ist eher matt, die ist eher glänzend. Die Schrift generell, wenn ich mir das anschaue, wenn ich da drauf gucke, wenn ihr das Hydration lese und das Glowberry, das ist sogar unterschiedlich groß. Es ist so ein Unterschied, also wo du deine Flasche hernimmst, das habe ich bei Grape auch mal gehabt. Die eine war total matt und hässlich und die andere sah so stark und kräftig aus. Und dann gibt es selbst von dieser Glowberry die Limited Edition Rare, wo das dann aussieht wie Säure. Das müsste wieder genau der gleiche Geschmack sein wie die hier, also Apfel, Kiwi und also ich würde sagen, Apfel, Kiwi und Limette, genau. Nur dass diesmal hier in einem Säurebad das Ganze aufgelöst wird und die Flasche nach unten sich verändert. Wie machen wir das jetzt? Ich muss sie ja eh alle irgendwann mal trinken. Die zwei sind sowieso leer. Die habe ich mir immer mal so mitgenommen und habe die einfach schon so getrunken. Haben auch alle Pfand. Kann also alles weg. Wir fangen jetzt einfach nochmal an. Ganz normal mit der Glowberry Original, die es gab. Machen wir auf. Nehmen wir einen ganz kleinen Nipper. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch nicht die, die ich hatte, oder? Das kann doch gar nicht sein. Die schmeckt doch auch schon nach saurer Apfel und Beeren. Seit wann ist Glowberry? Ja gut, Glowberry. Ich habe schon so lange den Geschmack nicht mehr gehabt, dass ich gar nicht weiß, wie das normale Glowberry an sich geschmeckt hat. Aber das ich hatte, ich könnte mich nicht erinnern, dass das schon mal nach Apfel geschmeckt hat. Also das, saurer Apfel und Beeren, Glowberry, ist auf jeden Fall mega genial. Komm, der Thomas war mal da. Der Thomas hat mal Glowberry probiert. Hat das etwa nach Apfel geschmeckt? Nein, hat's nicht. Das heißt, die zwei kann ich wegtun. Jetzt nehmen wir uns mal hier die Kanada Edition. Hier steht auch drauf, saurer Apfel Berry Flavor. Wir machen es einfach auf, trinken mal da einen Schluck. Schmeckt nicht so gut wie das erste normale, weil das schmeckt irgendwie künstlicher. Das erste war irgendwie fruchtiger und saurer und apfeliger. Also das erste Apfel richtig genial. Das zweite schmeckt nicht so extrem nach Apfel. Das ist komisch. Bei dem steht jetzt leider wieder gar nichts drauf, wenn man es rumdreht. Nö, das heißt, wir machen das einfach auf. Den Torneffekt machen wir auf, nehmen einen Schluck. Das schmeckt wie das kanadische. Achso, ich habe jetzt keinen Schluck hier reingefüllt. Aber hat auch wieder nicht diese Apfelnote, die ich von dem ersten habe. Also packe ich es hier drauf. Dann nehmen wir uns den Drip-Effekt, wo es da runterläuft. Hier steht aber wieder drauf: Sour Apple Berry Flavor with Sweetness. Oh, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Komm, wir füllen einfach ein. Die
Farbe müsste immer die gleiche sein jetzt. Da dürfte sich gar nichts mehr ändern. Jetzt nehmen wir... wir müssen es nehmen. Wir müssen die Holo nehmen. Die Holo-Flasche. Aufmachen. Wir ziehen wieder. Überall knackt's. Überall geht das richtig ab. Bei der ersten, die ich aufgemacht habe, ist der Deckel noch dran. Bei allen anderen ist er einfach abgerissen. Wie schmeckt die Holo-Variante? Auch wieder ganz wenig Apfelnote, aber ganz viel diesen Limettengeschmack eher, der da durchkommt. Eher Limette als Apfel. So, jetzt nehmen wir uns nicht die gute, wir nehmen mal die schlechte. Die, die wir bei uns hier im Rewe gefunden haben mit Pfann von dem neuen Glowberry Wasser dann auch. Erfrischungsgetränk mit Apfel, Limetten und Kiwi-Geschmack. Also das andere, da stand immer Beeren, zählt Kiwi als Beere? Nee, deswegen. Ach hier, dieser komische europäische oder deutsche Deckel. Ihr seht, alles reißt immer schön ab und das passt. Hier hast du wieder die Plörre dran und kannst nicht trinken. Schmeckt auch wieder komplett anders. Auch in eine Apfelrichtung. Aber irgendwie war das erste gerade immer noch das Beste. Jetzt nehmen wir uns das Glowberry nochmal. Aber diesmal nicht das bei uns, sondern das, was ich hier im Internet bestellt habe, was auch eine schönere Verpackung hat. Ist da ein Unterschied zwischen unserem und den ihr? Auch hier der hässliche Verschluss. Schmeckt irgendwie intensiver, schmeckt einfach auch ein bisschen säuerlicher. Oh, wie viel muss ich denn hier noch vergleichen? Irgendwie schmeckt mir das Ausländische wieder besser als das, was es bei uns gab. Und irgendwie ist das, was es nicht bei uns gab, Originale, immer noch das Beste. Und jetzt haben wir immer noch das Limited Rare Säure Design übrig, was auch einfach nur Apple, Lime und Kiwi Flavor sein soll. Das heißt, wir machen das auch wieder auf. Es knackt auch schon gar nicht mehr. Die Lust ist raus. Und da hast du gleich eine Apfelnote auf der Zunge. Das passt auch. Und jetzt ist mir so schwummrig. Ich glaube, ich habe vom letzten auch vergessen, was hier reinzugießen. Das heißt, ich muss da reingießen. Und von der letzten, weil ich es vergessen habe, kommt auch noch was hier rein. Und jetzt ist der ganze Magen schon voll mit Glowberry Prime. Und deswegen müssen wir jetzt natürlich noch das Glas trinken. Auf Ex. Keine Ahnung. Mir ist jetzt schon schlecht. Das erste, das Originale, war wirklich mega genial, mega erfrischend. Und dann im direkten Vergleich haben die anderen etwas nachgelassen. Die letzten zwei jetzt waren wieder super. Finde ich gut. Ich glaube, das Glowberry ist halt wirklich eine der besten Sorten von Prime, während andere ein bisschen komisch sind, extreme Geschmackssache, aber Apfelgeschmack mag doch eigentlich jeder. Gibt es jemanden, der keinen Apfel mag, dann schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt muss ich das Glas noch wegziehen. Gucken, ob wir das überleben. Auf die Plätze, fertig, los. 3, 2, 1. So, das Glas ist leer. Das Glas war auch beschlagen. Der Bauch ist voll. Boah, wie ich das alles wegkriegen soll, dann weiß ich nicht. Ich habe nur so viele Prime-Flaschen mittlerweile gesammelt. Und hier, ich muss mir da mal Konzepte ausdenken, die gegeneinander antreten zu lassen. Für euch sollte das aber nochmal ein Halloween-Special sein. Mit Glowberry Prime und gleichzeitig auch mal mit den verschiedenen Flaschen. Und die muss ich jetzt eh alle mal abfotografieren und noch auf Instagram teilen. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und morgen der dritte Teil, Halloween Special. Aber da gibt's dann was zu essen, statt was zu trinken. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.